Ob Straßen, Autobahnen, Rad- und Wanderwege, Parkplätze oder Industrieflächen. In unserer Asphaltmischanlage AMNRW können wir nicht nur mehr als 200 verschiedene Asphaltsorten für unterschiedlichste Anwendungsgebiete herstellen, sondern haben auch einen großen Fokus auf die Wiederverwertung von Altasphalt gelegt. Wir zeigen Ihnen, wie es geht. Im ersten Schritt werden auf unserem Anlagengelände die zur Produktion benötigten Einsatzstoffe Kies, Splitt und Sand gelagert. Zudem wird uns von einer Baustelle per LKW teerfreier Ausbauasphalt in Form von Fräsgut oder Asphaltaufbruch angeliefert. Zur Aufbereitung von Schollen dient unsere stationäre Brecheranlage, welche den Altasphalt zerkleinert und somit in seine ursprünglichen Bestandteile zerlegt. Die Rohmineralstoffe werden im nächsten Schritt je nach Bedarf und Rezeptur mit einem Radlader den jeweiligen Doseuren aufgegeben, von dem darunterliegenden Sammelband abgezogen und zur Trockentrommel transportiert, wo das Material getrocknet und erhitzt wird. Im Anschluss gelangt das Material nun über einen Heißelevator in das Siebdeck des Mischturms, wo es wieder abgesiebt wird. Von hier aus wird das nach Kornklassen bevorratete heiße Material zusammen mit Bitumen und Füller dem Mischer zugegeben, wo es zu einer homogenen Masse vermengt wird. Aufbereiteter Ausbauasphalt kann dem Mischprozess ebenfalls zugegeben werden. Hierfür steht ein eigener Elevator für die Kaltzugabe zur Verfügung. Nach dem Mischprozess kann das fertiggestellte Asphaltmischgut über die Verladesilos direkt auf LKWs verladen werden. Abschließend wird der LKW verwogen und abgeplant, bevor der Asphalt zur Baustelle abtransportiert und eingebaut wird.